Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal Beauty Panel. Haarentfernung ist auch in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Auch wenn sich viele Frauen wieder zum natürlichen Haarwachstum zurückfinden, wollen die meisten nicht auf glatte Beine oder Achseln verzichten. Unter den vielen Methoden, die es gibt, sind IPL-Geräte aus dem Bereich der dauerhaften Haarentfernung nicht mehr wegzudenken. Was jahrelang einem Besuch im Beauty-Salon, Schmerzen oder der Suche nach einem guten Rasierer verlangte, hält nun nach und nach Einzug in den eigenen vier Wänden. Das ist aber auch kein Wunder, denn IPL-Geräte sind eine einmalige, lohnenswerte Anschaffung, die auf lange Zeit gesehen die Haarentfernung revolutionieren. Aber welches IPL-Gerät ist denn wirklich gut genug für seinen Preis? In diesem Video zeigen wir euch drei Geräte, über die wir uns ein wenig informiert haben. Bleibt also dran! Wir haben für euch wie immer das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung rein, um alle Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Dort könnt ihr euch auch den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern. Reinschauen lohnt sich also. Zuerst einmal, was ist denn IPL und worauf sollte man beim Kauf eines IPL-Geräts achten? Die Technik hinter dem Gerät funktioniert in etwa so. Da IPL für Intense Pulse Light steht, sprich intensiv pulsierendes Licht, wird schnell klar, hier wird mit einer hohen Lichtfrequenz gearbeitet. Das IPL-Gerät sendet bei der Behandlung Lichtimpulse aus, die auf das Melanin, also die Pigmente unserer Haare, zielt. Das Melanin wandelt dieses Licht dann in Wärme um und diese Wärme führt letztendlich dazu, dass die Haarwurzel abstirbt. Und wo keine Haarwurzel ist, kann auch kein Haar mehr wachsen. Daraus ergibt sich übrigens noch ein anderer schöner Vorteil. Die kleinen dunklen Punkte, die auf der Haut meist zu sehen sind, verschwinden damit früher oder später. Die Punkte sind schließlich die Haare und die Haarwurzeln, die sich noch unter der Haut befinden. Beim Kauf des passenden IPL-Geräts kommt es auf die individuellen Bedürfnisse des Benutzers an. Fragt euch vorher, was euch bei einem IPL-Gerät wichtig ist, welche Körperstellen ihr damit behandeln möchtet und ob man es mitnehmen möchte und sich daher ein akkubetriebenes Gerät mehr lohnen würde. Ein anderer wichtiger Punkt, den viele gar nicht bedenken, ist, ob die Haare überhaupt für eine Behandlung mit dem IPL-Gerät geschaffen sind. Fakt ist nämlich leider, wer sehr helle oder rötliche Körperhaare hat oder auch eine dunkle Hautfarbe besitzt mit dunklen Haaren, wird für die Haarentfernung eine andere Möglichkeit finden müssen. Das liegt nämlich daran, dass die Lichtimpulse sich am Kontrast zwischen Haaren und Haut orientieren und es daher einfach schwieriger ist, die Haare zu entfernen. Und es daher einfach schwieriger für das Gerät ist, die Haare perfekt zu entfernen. Kommen wir nun zu unseren drei Geräten, die wir empfehlen können. Das erste wäre der Braun Silk Expert Pro 5PL5137. Mit dem IPL-Gerät von Braun kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Mit seinen 400.000 Lichtimpulsen geht das Entfernen der Haare sehr schnell und durch einen zusätzlichen Aussatz erreicht man jede Körperpartie problemlos. Zudem verfügt das Produkt über einen Sensor-Adaptischen Hautsensor, der während der Behandlung immer wieder die Hautfarbe neu erfasst und bei Veränderungen die Intensität der Lichtimpulse neu einstellt. Dadurch kann jede Körperstelle optimal behandelt werden. Das Gerät kommt sogar in einem Set mit Extrarasierer, kostet aber auch um die 550 Euro. Das zweite Gerät, das wir euch vorstellen, ist der Philips Lumiere Prestige. Das IPL-Gerät von Philips bietet dir ebenso eine Haarentfernung der Extraklasse und über dieses Modell haben wir sogar schon einmal ein eigenes Video veröffentlicht. Für einen Preis ab 300 Euro kommt das Gerät mit vier Aufsätzen, die dafür sorgen, dass wirklich jede Körperstelle eine eigene, passende Behandlung erfährt. Der Smart Skin Sensor, der darin verbaut ist, ermittelt automatisch den Hautton und stellt die Intensität der Lichtimpulse individuell ein. Dieses IPL kommt ohne ein Kabel aus und sorgt damit dafür, dass man die Haarentfernung unabhängig von der Erreichbarkeit einer Steckdose durchführen kann und es so gut wie überall mit hinzunehmen ist. Kommen wir nun zu unserem dritten Produkt. Da man natürlich nicht immer einen prägefüllten Geldbeutel mit sich herumträgt, haben wir schon ein IPL-Gerät herausgesucht, welches eher in die mittlere Preisklasse fällt. Das IPL-Haarentfernungsgerät der Marke Insa kommt mit einem Preis von rund 80 Euro und 5 verschiedenen Energieniveaus, um unterschiedliche Hautempfindlichkeiten zu unterstützen. Dieses Modell muss man im Gegensatz zu den teuren Modellen selbst einstellen, aber es bietet auch einen manuellen Modus, der eine präzise Behandlung für kleinere und empfindliche Bereiche verspricht. Den Nutzerbewertungen nach zu urteilen, ist auch dieser Haarentferner eine gute und günstige Alternative zu den Markenprodukten. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso die anderen zwei vorgestellten Geräte vergleichsweise um einiges teurer sind, das ist ganz einfach zu beantworten. Das liegt vor allem daran, wenn man eine gewisse Ausstattung und/oder ein Markenprodukt bevorzugt. Bekanntermaßen muss man nicht immer ein Produkt namhafter Unternehmen kaufen. In diesem Fall ist aber anzumerken, dass gerade die beiden genannten Marken einen sehr guten Ruf genießen. Das hängt sicherlich auch mit ihrer jahrelangen Erfahrung im Bereich IPL-Gerät und dem Thema Haarentfernung zusammen. Ihre jeweiligen Produktlinien gibt es inzwischen seit vielen Jahren und sie haben regelmäßig verbesserte Versionen auf den Markt gebracht.
So sind die Produkte immer auf dem neuesten Stand und gehören in der Regel zu den Alleskönnern. Aber wie man anhand der Kundenbewertung auf Amazon sehen kann, können auch No-Name-Marken von der Funktion und der Leistung her mithalten. Wir hoffen, dieses Video konnte euch ein wenig in der Welt der IPL-Geräte herumführen. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Methode findet und ob sie eine Alternative für euch ist. Über ein Like sowie ein Abo würden wir uns sehr freuen. Bis dahin, tschüss und vielen Dank fürs Zusehen, euer Kanal Beauty Panel.